Dankeschön. Ja, Leute, schön euch alle zu sehen. Also zumindest das, was wir sehen können. Ich glaube, die Bands wissen, wovon ich rede. Was ein geiler Abend, oder? Macht mal nochmal ganz viel Lärm für die ganzen Leute, die heute aufgetreten sind. Das war wirklich mega geil. Ich weiß auch gar nicht, für wen ich mich jetzt entscheiden würde, wenn ich hier jetzt abstimmen müsste. Also Big Up zu den Judges und geil, dass ihr das macht. Ich hatte gar keine Ahnung. Was fandest du denn am besten? Ja, also ich bin auch noch nicht so lange hier, aber seitdem ich hier bin, seid ihr die Besten. Ah. Hattest du auch noch ein Highlight? Boah, ey, also ich muss mich da meinem Vorredner natürlich absolut anschließen. Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt bei euch ist, aber habt ihr schon mal Beatboxing gehört? Jetzt außer heute vielleicht, gerade eben, aber so, habt ihr schon mal, gib mal kurz mal hohe Hand, ja, ich sonst sieh's, ja? Und jetzt viel wichtigere Frage, wer hat noch nie Beatboxing in seinem Leben gehört oder ihrem? Okay, es gibt schon die ein oder andere Person und das ist vollkommen normal tatsächlich. Deshalb mal eine ganz kleine Introduction, damit ihr das auch wisst, was hier gerade abgeht. Beatboxing ist quasi a cappella, nur mit einer Anlage. Und das bedeutet, wir machen alles mit dem Mund. Und ja, bei a cappella ist es ja schon so, dass man viel imitiert, viel Songs versucht zu machen mit den Mündern. Und dafür braucht man natürlich Instrumente. Das bekannteste Instrument im Beatboxing ist natürlich das Schlagzeug. Was braucht man fürs Schlagzeug? Zum einen eine geile Kick. Line Freak an der Kick, Leute. Jawohl. Was braucht man noch für eine gute Kick? Eine geile Snare. Mock an der Snare, meine Lieben. Und um den Beat komplett zu machen, braucht man natürlich noch eine Hi-Hat. Aber irgendwie ist es ein bisschen leicht für drei Personen. Ich glaube, wir machen das mal ein bisschen anders. Mach du mal einfach alles drei gleichzeitig. Kannst du, oder? Ist ja gar kein Problem. Ja, genau, gar kein Problem. Und zu einem geilen Beat braucht man natürlich auch eine geile Melodie. Melodie von Lion Freak. Euch bekannt vor? Kennt ihr das? Okay, dann let's go! I'm a bad guy. Ich schreibe Texte mit Message, ja, Texte mit Time. Und ich texte was Echtes, ja, Texte so kleiner. Jeder von euch weiß, wer der G ist. Ja, der Typ verschwiegt, aber nur wenn er real ist. M.O.K. ist at the mic, ob ihr feel my fucking vibe, ob ihr fucking killin', ob ihr fucking chillin' cost. Every time I touch you, goes to this ceiling, man, goes to this, hey, hey. Dankeschön! Das war schon mal ein ganz guter Anfang. Ich glaube, jetzt weiß jeder, worum es hier geht. Und ja, ich glaube, die wenigsten Leute habe ich bisher schon bei einem Beatbox-Event von euch hier gesehen. Deshalb ganz kleine Erklärung. Wir haben hier auch noch eine Loopstation, die kommt gleich zum Einsatz. Looping. Das sieht fast aus wie meine. Ja, ich glaube, du bist damit gemeint dann. Und was super prominent sonst noch beim Beatboxing ist, ist das Solo-Beatboxing. Da treten oftmals auch Leute eins gegeneinander an. Das machen wir heute nicht, wir sind hier für die Good Vibes. Aber wir wollen euch zeigen, was wir da sonst so machen, wenn wir da gegeneinander battlen und wie das so klingt. Mock, hast du Bock anzufangen? Ja, okay. Let's go. Dann hau mal rein. Dann hau mal rein, Digga. Ja, gib mir mal die Mitte, ey. Mann. So. Ey, yo. Yo, Leute, mein Name ist Mock. Also, das habt ihr, glaube ich, jetzt gecheckt so. Manche Leute nennen mich aber auch M.O.K., 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 M.O.K. So we
break it down like. Das geht besser. So, genau. I got the flames in me. I got the bass in me. I got the beats in me. This is my drum and bass insanity. Drum and bass and... Let's go! Eine Sache noch, eine einzige Sache noch, damit ihr direkt wisst, so, was so Beatbox-Community auch heißt. Ich sag jetzt ein Wort und das sagt ihr ganz laut nach. Okay? Esch! 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 Ja, das war jetzt nerdy shit. Aber wow. Mach nochmal ganz viel Lärm für Mock, Alter. Die geile Sache. Wow! Dankeschön! Verdient, mein Lieber, verdient. Aber wisst ihr, wer auch ganz toll alleine auch ganz toll und so Beatboxen und so kann? Echt? Der da! Ah. Mach mal bitte Lärm für Foxy! Switch the flow, drum and bass. Drum and bass in your face. Da fehlt noch einer. Einer fehlt noch, kein geringerer als die Top 4 Deutschlands. Oh mein Gott. Die Top 4? Ja. Lion wow. Freak, meine Damen und Herren. Ja. Da bin ich, wow. Oh, hallo. Ganz schön ich bin allein heute. Hier, das ist insane.
Höre ich mich hier? Oh, hier höre ich mich. Wow. Könntest du mich hier noch ein bisschen, so ein ganz bisschen lauter machen? Das wäre richtig cool. Okay. Also, wow, nice. Das war schon richtig Abriss jetzt. Ich habe mich dafür entschieden, ein bisschen zu chillen. Man muss auch mal ein bisschen genießen, muss ja mal ein bisschen. Und ja, ich mache mal zwei von meinen Original Pieces, die ich auch ganz gerne mal zeige. Don't stick your head underwater, cause I don't wanna risk you getting drowned. Suicide is on your mind, I couldn't stop you if I tried. Stick your head under water, cause I don't wanna risk you turn drown. Suicide is in your mind, I couldn't stop you if I tried. Für Lion Free! Lion Free! Maschine!
Okay, Leute. Und bevor wir jetzt mit Loop Station weitermachen, beziehungsweise er, haben wir noch eine letzte Runde Solo für euch. Vielleicht kommt euch die Melodie auch wieder bekannt vor. Okay. Okay. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. I like to move it, move it. He likes to move it, move it. He likes to move it, move it. You like to. Und während Mock jetzt hier sich ready macht, um euch noch ein bisschen Loop Station zu geben, möchte ich euch noch hinweisen, hat es euch gerade gefallen, was ihr gehört habt? Ja? Dann ist das mega geil, weil am 13.09. ist hier im RPZ auf der anderen Bühne der Fuchsbau. Ist von mir organisiert. Logisch, ich heiße ja Foxy. Da treten Weltmeister gegeneinander an und es wird eine ganz geile Aktion. Deshalb kommt gerne vorbei und schaut sich an. Tragt euch jetzt in die Kalender, 13.09. Hier in Bonn. Ja, würde mich freuen, wenn ich ein paar Gesichter wiedersehen würde. Ich guck und sag's dann. Sonst bin ich sauer. Und jetzt, du bist das bereit? Das wollt ihr nicht. Ah ja, jetzt brauchen wir den Frontmonitor einmal alle aus an den Sound. Tschüss. Tschüss. Hört man mich noch? Vorne. Ist er weg? Ist er weg? Test. Ah, la, 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 la. Hallo, hallo, hallo. Trolo, lo, lo, lo. Okay. Ja? Dann Bühne frei für Mock an der Loopstage. Teil 2. Teil 2. So, Leute. Ich habe hier so... The Amazing Mock wahrscheinlich, oder? Ich habe hier so ein Gerät. So. Und dieses Gerät gibt mir die Macht, das hier zu tun. Tun, 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 tun. Verstanden? Oder soll ich nochmal ein Beispiel machen? Tunzahl 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Verstanden? Nochmal? Nein, okay. So, und jetzt kommt nämlich noch das Ding. Ich habe so die Möglichkeit, ein paar Effekte auf meine Stimme zu machen und dadurch das alles ein bisschen geiler zu machen. So, you know, so ein bisschen Melodien und so. Und das zeige ich euch jetzt ein bisschen. Erstmal ein simple Beat. Ein bisschen simple. So, you know, okay, let's go. Lautstärke, okay. Alright. Das war jetzt Simple Bleed. Habt ihr alles mitverfolgen können? Wie ich das aufgenommen habe, da draufgelegt habe und jetzt ist es einfach. Yo, wow. Ich kann jetzt irgendwie rappen und so auf diesem Beat. Aber das war noch nicht alles. Da fehlt noch was. Was fehlt da noch? Jetzt kommen Effekte ins Spiel. So, alles klar, das hört sich schon gut an. Aber jetzt mache ich noch meine Stimme ganz lustig. Das war doch nice. Jetzt ist alles perfekt. Mach ich mich noch ein bisschen lauter. So. Seid ihr ready? Alright. Das habe ich zwar vorhin gerappt, aber zweimal ist immer lustiger.
Ich schreibe Text mit Message, ja Texte mit Time und ich texte was echtes, ja Texte Flyers. Jeder von euch weiß, wer der G ist. Ja, der Typ von Spiegel, aber nur wenn er real ist. MOK ist at the mic, hope you feel my fucking vibe. Hope you fucking killin', hope you fucking chill. Yeah, oh mein Gott, ich bin Mock und ich hab richtig Bock. Oh mein Gott, ich bin Mock und ich hab richtig Bock. Und jetzt geht's ja drei. Weil ich kann nach außen hin halt auch noch Sachen verändern und wow. Yeah, oh, wow. Ich habe viele Lows, viele heiß, aber nichts dazwischen. Meine Stile ground, doch ich weiß, alle kann ich never hit. Ja, yeah, I know, dieser Scheiß wird mich immer ficken. Switche zwischen Superlame und Superman, könnte keines ever finden. Deshalb frage ich mich, sehe ich nicht oder auf der Dunkelheit, bin ich frei? Huh? Bei mir kommt beides aus. Ihr habt es jetzt erstmal verstanden. Das ist so das Ding. Und jetzt werden wir ein bisschen abgefuckter. So ein bisschen. So ein bisschen was für so, ein bisschen fürs Gemüt. Fand ihr das okay? War ich kacke oder so? So. Genau. So, dann machen wir mal das Zweite. Das waren jetzt zwei Runden,
2. Das war schön. Jetzt kommt aber für mich ein Song, der ist für mich so privat auch sehr viel. Der spricht mich an, sag ich mal so. Und der ist schön. Also ich mag den. Wenn nicht und ihr mir das sagen wollt, dass er nicht schön ist, macht das nicht. Okay? Dankeschön. So, aber ich werde jetzt auf jeden Fall den nicht live loopen, weil der würde sonst 6 Minuten dauern. Und dann werdet ihr alle draußen, so. Weil es wird echt warm hier drin, aber ich fange jetzt einfach mal an. So. Pressure.